Ganz Deutschland spricht über dieses Unfallfoto. Gepostet hat es ein Familienvater aus Nordrhein-Westfalen. Auch er hätte beim Abbiegen fast eine Radfahrerin übersehen. Von diesem Schock hat sich der Lkw-Fahrer noch nicht erholt. Dabei gibt es längst moderne Technik, um Unfälle dieser Art zu verhindern. Auch unser Test zeigt, im toten Winkel können 12 Kinder stehen, ohne dass der Fahrer sie sehen kann. Diese Kolosse können lebensgefährlich sein. In Situationen wie dieser entscheiden Sekunden über Leben und Tod. Eine Radfahrerin taucht aus dem Nichts auf, ist nur kurz im Spiegel zu sehen. Genau das passiert Lkw-Fahrer Alois Pütz. Beinahe übersieht er eine junge Frau, bremst gerade noch ab. Da die so dunkel angezogen war, konnte ich die gar nicht erkennen. Psychisch ist man halt sehr, sehr kaputt danach. Der Familienvater postet einen Weckruf auf Facebook, appelliert an Radfahrer, sie sollten für bessere Sichtbarkeit sorgen. Sein Post wird über 70.000 Mal geteilt. In der Tat, helle Kleidung und Beleuchtung sind besonders in der dunklen Jahreszeit für Radfahrer ein Muss. Das gilt besonders für Kinder. Mit reflektierender Kleidung sind Radler mehr als 100 Meter früher zu sehen als mit dunkler. Doch Pütz weiß auch, nicht nur die Radler können für mehr Sicherheit sorgen. Man kann gar nicht so viel gucken, wie man gucken muss. Man bräuchte Assistenten. Abbiegeassistenten für Lkw gibt es seit Jahren. Doch Standard sind sie in den wenigsten Fahrzeugen. Und so kommt es immer wieder zu gefährlichen Abbiegeunfällen zwischen Lkw und Fahrrad. Fast 40 Mal im Jahr enden sie tödlich. So wie bei Silvia Schnürer am 21. September 2016. Ausgerechnet an ihrem 30. Geburtstag erfasst ein 15 Tonnen schwerer Lkw die junge Frau an dieser Kreuzung in München. Sie stirbt noch an der Unfallstelle. Für Vater Anton Schnürer der schwärzeste Tag in seinem Leben. Sie hatte grün und der Lkw ist aus dieser Richtung gekommen und wollte rechts abbiegen. War ein Lkw ohne Abbiegeassistent und hat sie dann überrollt. Ich weiß, ich habe hier an dieser Stelle meine Tochter verloren. Und die kommt nie mehr. Und das, weil ein Lkw Silvia im toten Winkel übersehen hat. Die junge Psychologin war gerade auf dem Weg zur Arbeit, als sie aus dem Leben gerissen wurde. Sie hatte sich gerade erst verlobt. Wir haben ein sehr gutes Verhältnis gehabt. Sie war wirklich in der Blüte, sie hat sich gefreut. Sie hat auch gesagt, Papa oder Papi, kümmere dich um die Hochzeit. Ich will 2017 heiraten. Seit dem Tod seiner Tochter kämpft Anton Schnürer dafür, dass Abbiegeassistenten in Lkw Pflicht werden. Er will das Leid, das seine Familie erfahren musste, anderen ersparen. Silvias Tod reißt bis heute ein tiefes Loch in das Leben der Schnürers. Sie verkauften sogar ihr Haus, weil die Erinnerungen an die Tochter zu sehr schmerzen. Zeit heilt nicht die Wunden, das vergeht nicht. Es ist zu verhindern, es gibt ganz einfache Mittel. Es ist kein Hexenwerk, es ist eine Kamera, es ist ein paar Sensoren. Wenn man überlegt, der Lkw kostet 140.000 Euro, was machen dann 700 bis 1400 Euro? Ist nichts. Seit Jahren wird darüber diskutiert, doch noch immer sind sie nicht Pflicht. Abbiegeassistenten in Lkw. Wir haben getestet, wie riskant es ist, ohne Hilfsmittel abzubiegen. Da kann man schon mal im toten Winkel eine ganze Fußballmannschaft übersehen. Fast 40 Radfahrer sterben jährlich, weil Lkw-Fahrer sie im toten Winkel übersehen. Die Diskussion über eine Pflicht für Abbiegeassistenten in Lkw herrscht seit 2012. In dieser Zeit sind mehr als 250 Menschen bei solchen Unfällen gestorben. Kommen soll die Pflicht europaweit aber erst ab 2022, schrittweise. Bis dahin liegt es an den Spediteuren selbst, in die warnenden Systeme zu investieren. Wir sind bei einem Logistikunternehmen in Villingen-Schwenningen. Der Konzern fängt gerade an, seine Flotte auszutauschen. Eines der neuen Fahrzeuge fährt Eduard Hermann. Der gebürtige Russe ist erst seit 1,5 Jahren Lkw-Fahrer. Also bei den neuen haben wir jetzt keinen Außenspiegel, sondern haben wir jetzt Kamera oben drauf mit dem Display im Fahrerhaus. Und dann haben wir noch den Abbiegeassistent, welche reagiert auf den Radfahrer und dann wird also bei mir, sagen wir so, Spiegel alarmiert. Dann piepst das halt. Wir begleiten Eduard auf eine Auslieferungstour und erleben den Abbiegeassistenten in Aktion. Obwohl sich der 32-Jährige zunächst an die neue Technik gewöhnen muss, ist er heute froh, sie zu haben. Jetzt bei dem neuen System, das sehen wir schon die ganze Länge fast. Und bei Abbiegen, die Kamera dreht auch, wenn du abbiegst. Und dann siehst du bessere Winkel.
Das hilft, wie diese Situation zeigt. Das rote Dreieck signalisiert, dass sich ein Radfahrer neben dem Fahrzeug befindet. In der Kamera ist der junge Mann zu sehen, bis er vor dem Fahrzeug erscheint. Ohne das Gerät wäre er jetzt in Lebensgefahr gewesen. Trotzdem ist Eduard nur einer der wenigen Fahrer, die auf die Unterstützung des Systems zählen können. Von 230 Fahrzeugen sind bei eMons aktuell erst 6 Lkw im Umlauf, insgesamt 60 bestellt. Niederlassungsleiter Robert Fleischer beklagt, das Angebot der Hersteller hätte gefehlt. Fördermittel des Verkehrsministeriums seien unfair verteilt worden. Die Fahrzeuge aber auf eigene Faust nachzurüsten, war auch keine Option. Wir müssen ja die Fahrzeuge teilweise im ursprünglichen Zustand wieder zurückgeben. Das Problem haben auch die anderen Anbieter. Und es ist dann schwierig, was einzubauen, was ich nachher in 2 oder 3 Jahren wieder ausbauen muss, mehr Kosten habe, weil ich mir Veränderungen am Fahrzeug vorgenommen habe, für eine Zwischenlösung. Eine Zwischenlösung ja, denn nur die neuesten Abbiegeassistenten erfüllen die Norm, die 2022 Pflicht wird. Aber diese Zwischenlösung hätte seit Jahren Leben retten können. Offenbar nicht Grund genug. Ich bin jetzt 5 Jahre hier, Niederlassungsleiter in Villingen-Schwenningen, knapp 5 Jahre. Und ich hatte noch keinen Unfall beim Abbiegen. Und darum sage ich, das ist halt immer diese Relation. 3 Fälle sind 3 Fälle zu viel. Da möchte ich das gar nicht schönreden oder sonst was. Aber statistisch gesehen ist es einfach schon fast gar nicht mehr bewertbar. Die Rede ist von durchschnittlich 3 Todesfällen im Monat. Im Jahr 2018 kamen 38 Radler bei Abbiegeunfällen ums Leben, darunter 6 Kinder. In diesem Jahr waren es bisher schon mindestens 26 Todesopfer. Unfallforscher Dr. Wolfram Hell findet es skandalös, wie beiläufig mit den Verkehrstoten umgegangen wird. Wenn wir das jetzt bei einer Schweinegrippe-Epidemie oder bei anderen Problemen haben sollten, wäre die Öffentlichkeit entsetzt. Hier geht das eigentlich im Gesamtteil der anderen Verkehrsunfälle ein bisschen unter. Abbiegeassistenten könnten laut Hell mindestens die Hälfte der tödlichen Unfälle verhindern. Und das ist nicht die einzige Maßnahme, die solche Situationen vermeiden würde. Länder wie Dänemark machen es vor. In Kopenhagen ist es zum Beispiel so, dass der Fahrradfahrer deutlich vor dem Lkw hält und dass wir getrennte Ampelschaltungen haben oder dass beispielsweise LKWs und Fahrradfahrer gar nicht gleichzeitig abbiegen dürfen. Wir können da also durch Verkehrsplanung und durch intelligente, sagen wir mal, Sichtbarmachung des Fahrradfahrers und natürlich auch durch bessere und intelligentere Fahrradwege auch eine ganze Menge erreichen. Doch wie sind die aktuellen Bedingungen für Lkw-Fahrer ohne solche Regelungen und Abbiegeassistenten? Wir machen den Selbsttest. Reporterin Sabrina auf dem Fahrrad, Reporter Tim wird im Führerhaus Platz nehmen. Natürlich erst nach der Einführung mit Lkw-Fahrlehrer Markus König. Der erklärt, welche Spiegel seit 2011 Pflicht sind. Das wären 2 Rückspiegel auf der Fahrerseite und diverse Spiegel gegen die toten Winkel. Diesen normalen Rückspiegel, drüber habe ich nochmal diesen Weitwinkelspiegel. Zusätzlich habe ich dann noch über dem Fenster, also an der Tür angebracht, den Anfahrspiegel. Der normale Rückspiegel ermöglicht mir die Sicht nach hinten. Der Weitwinkel hat eine größere Streuung durch die andere Biegung. Und hier sehe ich direkt runter bis zur Bordsteinkante. Ich könnte also Radfahrer, Fußgänger, die wo direkt neben mir stehen, auch noch erkennen. Ob diese Spiegel ausreichen? Unsere Reporter begeben sich bewusst in die Situation, die so häufig tödlich endet. Ich schaue mal, wo du tatsächlich im toten Winkel bist, wo ich dich sehe und wo ich dich eventuell übersehe sogar. Ja, ich bin gespannt. Ich versuche zu bremsen, ne? Versuche mich nicht zu übersehen. Ich versuche zu gucken. Ja, alles klar. Das gefährliche Experiment beginnt. Beide fahren auf die simulierte Kreuzung zu. Ich habe sie jetzt die ganze Zeit schon noch irgendwie in den Ecken von den Spiegeln. Im unteren sehe ich sie jetzt gar nicht. Nur ganz leicht im oberen. Jetzt biege ich ab. Ich sehe sie nicht, ich sehe sie nicht, ich sehe sie nicht und ich biege ab. Da im oberen Spiegel sehe ich sie jetzt wieder. Also es waren bestimmt 2 Sekunden vor dem Abbiegen, wo ich sie nicht gesehen habe. Das kann tödlich sein, sowas. Das war echt krass. Also das hätte ich nicht gedacht. Tims Fazit zu diesem Test ist eindeutig. Es sind zwar viele Spiegel da und in irgendeinem dieser Spiegel ist die Person vielleicht zu sehen. Aber das alles in Millisekunden zu fokussieren, wo muss ich jetzt gerade hingucken? Man muss ja auch nach vorne gucken. Es sind ja noch andere Leute, die am Verkehr teilnehmen. Also da kann ich schon verstehen, dass man dann irgendwann auch mal einen Fahrradfahrer oder einen Fußgänger aus den Augen verliert oder aus dem Spiegel verliert.
Auch unser nächster Test mit diesen 12 Kindern zeigt, wie viel ein Lkw-Fahrer beim Abbiegen übersehen kann. Zur Sicherheit steht der Brummi, während sich alle Mann im toten Winkel versammeln. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe nichts. Ich sehe kein einziges Kind. Ja, ich versuche in alle Spiegel zu gucken. Und in keinem einzigen Spiegel sehe ich nur den Hauch eines Kindes. Ja, man hat ja tatsächlich auch noch mehr zu tun, als nur in die Spiegel zu gucken. Ja, ich muss das Fahrzeug lenken. Ich muss mich auf den restlichen schau mal, jetzt sehe ich ein paar Kinder. Ja? Das ein oder andere Kind hüpft jetzt gerade in den einen Spiegel rein und winken sogar. Wenn ich mir jetzt aber noch vorstelle, ich bin in einer Bewegung, das Auto fährt, die Kinder sind sogar entweder zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs. Ich nehme am Verkehr teil, habe meine Augen natürlich nicht immer nur auf der rechten unteren Ecke des Spiegels. Boah. Genau darauf macht Alois Pütz mit seinem Post aufmerksam. Lkw und Fahrradfahrer müssen gegenseitig aufeinander Acht geben. Denn wenn ein Mensch stirbt und ein Lastwagen zum tödlichen Gefährt wird, gibt es am Ende nur Verlierer.